Herzlich willkommen in Brighton, meine lieben Freunde. Heute habe ich vor, eine Stunde, anderthalb Stunden circa einmal dem Police Department beizutreten. Dem Police Department von Brighton. Brighton ist eine fiktive US-amerikanische Großstadt und wir werden heute in den Straßen dieser Metropole abwechslungsreichen Alltag eines Streifenpolizisten erleben. Oder natürlich auch einer Streifenpolizistin, was ich wahrscheinlich sein werde. Ich sehe mich da absolut. Ich habe das Gefühl, das könnte ich richtig gut machen. Ob ich nun gut Streife fahre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, alles andere kriege ich in Knöllchen und so weiter. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir werden jetzt hier einfach mal auf Karriere gehen. Hier so. Aber bevor ich das mache, ganz wichtig, am 17. Juni diesen Jahres kam dieses Spiel bei Steam raus. Ne? Wenn ihr das käuflich erwerben möchtet, könnt ihr das gerne auf Steam tun. Ich sag mal so, es hat unglaublich gute Rezensionen bekommen und warum sollte ich das denn nicht auch einfach mal antesten? Ich hab Bock, also let's go. Wir werden heute Streifenpolizist. Yeah, neu. Ich werde weiblich sein. Und es gibt hier also vorgefertigte Charaktere, wie ich sehe. Wir können also keinen eigenen Charakter erstellen, alles klar. Ich könnte jetzt einmal Ashley Cheng werden. Adresse Common Street 256 in Brighton. Ich bin 89 geboren in Dotham und bin verheiratet. So, was haben wir denn noch so? Wird hier Ashley Cheng, ja? Oder aber ich mache Olivia Smith. Bin 86 geboren in Stratford und bin auch verheiratet. Gibt's noch mehr? Oder? Ja, Mia Torres, da sehe ich mich. Mia Torres, 87 geboren, in der Bavarian Ave 21 in Brighton lebt sie und ist Single. Gut aussehend. Ah, sehe ich mich. Ah, komm. Ja? Mia Torres. Und dann hört doch schon auf. Hier, die andere hatten wir eben schon gesehen. Wir nehmen Mia Torres. Ja, ich denke, das funktioniert ganz gut. Invertierte Sicht. Spielmodus vereinfacht. Was gibt's denn noch? Mega kompliziert, oder? Ja, nee, machen wir nicht. Wir machen natürlich vereinfacht Tutorials ein. Ich will ja auch wissen, wie das Ganze funktioniert und nicht einfach so komplett im Hardcore-Modus spielen. Okay, wir sind also Mia Torres und fangen heute mit unserem ersten Tag an, hier in Brighton, im Police Department, als Streifenpolizistin. Let's go! Tipps für Streifenpolizisten. Nicht jeder Personalausweis ist auch automatisch ein Führerschein. Einige Menschen fahren auch, obwohl sie gar keinen Führerschein besitzen. Was? Mit Dienststernen kannst du Ausrüstung, Einsätze, Nachbarschaften und Stadtteile freischalten. Oh, guck an. Schön, schön. So, mein Passwort. Das habe ich jetzt gerade eingegeben, selbstständig, natürlich. Schichtauswahl. Dies ist die Stadtteilübersicht, in der du deine nächste Schicht auswählen kannst. Du musst jede Woche 5 Schichten spielen. Du kannst pro Woche 4 Tage freinehmen. Wow. Indem du R drückst, woraufhin du neue Schichten zur Auswahl erhältst. Ich kann 4 Tage freinehmen? Ich muss 5 Schichten machen, ne? War doch so. Habe ich richtig verstanden? Oder soll ich 5 Tage arbeiten? Ich habe keine Ahnung. Also, bitte wähle die gewünschte Schichtdauer. Wir haben einmal 35 Minuten Fahrzeugstreife oder 25 Minuten Fußstreife. Jeder weiß, wie super ich Auto fahren kann. Sowohl im Real Life als auch in-game. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Fuß raus, ja? Wir werden erstmal kurz 25 Minuten, ich hoffe, ist das Real Time? Mal gucken. Zu Fuß unterwegs sein und mal gucken, was die Leute für einen Quatsch machen da draußen und werden sie so richtig schön hart dran nehmen, wenn die irgendwas machen und die werden richtig Geldstrafen kriegen. Mia Torres. Warum schreie ich eigentlich so? Mia Torres sitzt hier, hier sind keine Kollegen, wir sind völlig alleine, to protect and to serve. Und ich kann hier nicht am Computer ran oder was? Ich verlasse mal den Schreibtisch. Wir sind ja schließlich eingeteilt für die Streife heute. Und ich gehe stark davon aus, dass wir das auch tun müssen. Es ist, die Uhr, glaube ich, geht nach Suppe. Also 2:30 oder 2:30, glaube ich, fangen wir nicht erst an zu arbeiten. Das kann ich mir schlecht vorstellen. So, hallo. Mit ihr kann ich nicht reden. Hier kann ich auch nichts machen. Okay, cool. Kann ich hier Geld abholen? Stelle Strafzettel. Ich kann hier irgendwie gar nichts machen. Soll das so? Ah, okay. Hallo, Brighton.
So. Na, let's go. Warte mal, I. I geht gar nicht. Und H? H ist der... Das waren wir gerade. Okay, alles klar. So, let's go. Hier, Sir. Was ist mit Ihnen? Geht's Ihnen gut? Ich muss kurz ansprechen. Was ist da los? Warum stehen Sie hier so rum? Ich möchte gerne wissen, wer Sie sind. Verdiene mit deiner Handlung im Spiel Punkte. Schichtpunkte, SP sind Belohnung, Verhaltenspunkte, Conduct Points. CP sind Strafen, zum Beispiel grundlos nach dem... Huch. Also wenn ich jetzt grundlos frage, war das grundlos? Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Ich frage nicht grundlos. Ich möchte wissen, warum der Mann hier steht am PD und einfach so sehr verdächtig aussieht. Das finde ich nicht okay. Christopher Peterson, ja? Mhm, aha. Organspender, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, cool. Dann bleiben Sie mal hier stehen. Falls hier gleich ein Unfall passiert, könnte das sogar funktionieren. Vielen Dank, vielen Dank. Schönen Tag noch, Sir. Alles gut. Schönen Tag noch. Auf genau. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. So, dann lass mal gucken. Ich laufe mal ein bisschen. Ich brauche ein bisschen mehr Fitness. Ich fühle mich, was? Du kannst auf verschiedene Dinge im Spiel fokussieren, wie zum Beispiel Kennzeichen, Fußgänger, die wie Gesuchte aussehen und Fußgänger, die Gegenstände austauschen. Mit Maus links erhältst du Intuitionshinweise zu relevanten Aktivitäten. Der Fokusmodus kann auf diese Weise an anderen Stellen im Spiel eingesetzt werden. Aha. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage... Was? Die hier? Moment. Warum haben Sie gerade Abfall auf den Boden geworfen? Umweltverschmutzung, unerlaubte Straßenüberquerung, PA abgelaufen. Muss ich erstmal. Warte mal, ich gehe zurück hier. Ausweis. Ihren Ausweis bitte. Sofort. Wenn Sie hier meinen, Sie müssen hier ist der. Abfall auf den Weg schmeißen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Emily Rogers, ja? Mhm. Auch Organspender. Sehr gut, sehr gut. Zurückgeben. Und jetzt kriegst du auf... Jetzt, das kann ich nicht dulden. Du bekommst jetzt eine mündliche Verwarnung. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Mach das nie wieder, sag ich dir. Nie wieder, hörst du? Schönen Tag noch. So. Auf Wiedersehen. Wir machen erstmal so ein bisschen uns bekannt hier mit den Leuten, dass die wissen, aha, hier kommt jetzt Officer Torres, ne, und, ja. So, und du? Abgelaufene Parkuhr. So, so. Okay, dann holen wir jetzt mal, dann machen wir jetzt mal hier, interagieren. Abschleppwagen rufen. Du kannst einen Abschleppwagen für Fahrzeuge rufen, die qualmen und nicht mehr fahrtüchtig sind. Oder die so abgestellt sind, dass das Abschleppen gerechtfertigt ist. Nein. Falsch parken, weil abgelaufene Parkuhr. Parkuhr abgelaufen. Hier. So. Cool. Haben wir. 5 Bonuspunkte. Nice. Hier ist valid. Okay. Also wir müssen auf die Parkuhren gucken. Guck mal, hier ist auch abgelaufen. Alter, was ist hier los? Abgelaufen. Wie viel muss ich eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Sagt er uns Bescheid, wenn wir fertig sind mit der Schicht? Hm. So. Irgendwer Müll weggeworfen? Ich hoffe nicht. Und Sie? Sieht schon ein bisschen er sieht verdächtig aus. Was ist das hier? Du siehst verdächtig aus. Personalausweis. Öffne deinen Polizeicomputer über das Kreismenü. Hier findest du mehrere Reiter, darunter die Weltkarte mit deinem aktuellen Standort, die Hintergrundprüfungs-App, lalalala. Und Identität. Okay. Wo ist das? Wo? Wo sehe ich das? Hä? Hinreichende Anfangsverdacht.
Aber wo kann ich denn das jetzt sehen? Das ist Polizeicomputer. Da wollte ich hin, ne? Hintergrundprüfung. Wo ist denn der Polizei? Der ist nicht hier. Das ist das Handbuch. Polizeicomputer. Hintergrundprüfungs-App. Die Einträge zu deinem Bewegungsbegegnung. Ihren Ausweis bitte. So, warte mal. Das ist das Handbuch. Natürlich. Bitteschön. Okay. Wie komme ich denn jetzt? Ich habe halt nichts in der Hand, ne? Ja, komm, ist egal. Ich weiß ehrlich gesagt... Hier, Polizeicomputer. So. Und jetzt kann ich sagen, hier? Er, ne? Jonathan Phillips? Hat keinen Waffenschein, keinen offenen Haftbefehl, alles ist gut, alles schick, mündliche Verwarnung maximal, kein Blinkzeichengesetz verurteilt, Alkohol am Steuer und so. Ausweiskontrolle haben wir jetzt hier schon. Ausweisstatus abgelaufen. Oh no! Oh, wieso habe ich das nicht gesehen? Ich hätte die... Oh, ich hätte die mitnehmen müssen, ne? Emily Rogers! Ob ich nochmal hinterherlaufe? Ich glaube, ich hole mir die. So, danke, Sir. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Genau, hau rein. Alles gut. Ich lauf mal schnell hier. Emily Rogers, ne? Emily Rogers! Wo ist die? Muss da nochmal hin. Wo ist die? Müsste noch ein paar Strafzettel verteilen. Vielleicht. Die ist weg jetzt, ne? Mist. Ist die weg? Komm. Wir finden die. Emily Rogers. Was mit ihm hier? Wieso steht der... Moment. Da alles gut, okay. Drücke I, um Details anzuzeigen. Vergangene Zeit. Haken. Das habe ich doch gerade gemacht, oder? So, Emily Rogers ist weg. Die ist flüchtig. Wenn ich die nochmal sehe, nehme ich die fest. Die hatte keinen gültigen Ausweis. Ist sie das? Ist sie das? Warte, 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 warte. Oh nein, da ist eine Sperre. Emily Rogers. Sofort, warte mal. Einmal den Ausweis, bitte. Ist sie das? Ist sie das? Natürlich. Bitteschön. Das ist sie nicht, ne? Ach, Mist. Eleanor Price. Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, warte, jetzt muss ich hier wieder auf Tab drücken. Jetzt auf Tab, wenn ich draußen bin und sagen Polizeicomputer. Und dann gehe ich wieder auf das da. Eleanor, alles gut, alles schick. Ach Mist, ich hab's verkackt. Okay, das müssen wir dann beim nächsten Mal besser machen. Alles gut, einen schönen Tag noch. Ja, Emily Price, alles ist gut. Nee, Emily Rogers, ach, weiß ich doch nicht. So, jetzt komm. Ja, ich würde sagen, also hier ist auf jeden Fall gesperrt. Ich werde mal... Ah, unerlaubte Straßenüberquerung. Ich glaube, es hackt. Sofort wird hier nach dem Ausweis gefragt. Bitte. Natürlich, bitteschön. Owen Scott. Owen Scott. Zurückgeben. Okay. Du. Warte mal, ich muss mal kurz hier raus. Du, nicht weglaufen. Wo läuft der denn hin? Nein, ich muss doch. Wie komme ich denn da sonst rein?
Profil existiert nicht. Das angeforderte Profil konnte nicht... Oh, interessant. Wanted. Bestätigen. Wem mache ich platt? Kann ich den... warte mal. Halte einen Fußgänger fest und hindere ihn daran, davon zu laufen. Um einen Fußgänger festzuhalten, muss ein Officer einen Anfangsverdacht haben. Verhafte eine Person wegen der Beteiligung an einem Verbrechen mit Bezug auf Betäubungsmittel. Also er hat jetzt einen gefälschten Ausweis und ist noch unrecht über die, also zu Unrecht über die Straße gelaufen. So, du kriegst jetzt erstmal ein Problem mit deinem Passwort, mit deinem Passport. Sag mal, Personalausweis, ne? Das Ding, dafür kriegst du einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Und? Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Oh doch. Und jetzt, pass mal auf, Diggi. Jetzt kriegst du noch unerlaubte Straßenüberquerung. Nee. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ja, mach dir einen Plan. Lass das einfach sein. Muss ich hier mit verhaften? Okay, hier machen wir jetzt mündliche Verwarnung. Okay? Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Ja, okay, gut. Bei dem anderen hat er ja schon Kohle, ne? Strafzettel hat er bekommen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Wieso fahren? Der ist doch gelaufen. So. Hab ich jetzt irgendwas? Ich bin gar nicht dafür zuständig, ne? Ich glaube, ich soll einfach nur hier die Autos checken. Ah, alles klar. Abgelaufenes Kennzeichen, okay. Machen wir. Nein, nicht das. Und hier. Nee, abgelaufenes Kennzeichen. So. Kann ich denn da jetzt... Was? Hau? Du? Nee. Mäuschen. Ich will sowas hier nicht in meiner Stadt. In Brighton ist es ordentlich und sauber. Hast du mich verstanden? Hier gibt es auch keine mündliche Verwarnung mehr. Ende das Gelände. Es gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Der ist mir echt total Latte jetzt. Ne? Tschüss. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt sage, laufen lassen? Jetzt kann ich ja laufen lassen. Ne? Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, das hättest du überlegen können. Was ist denn jetzt hier mit dem Dings? So, was haben wir denn? Abgelaufenes Kennzeichen, ne? Machen wir fertig. 15. Wie viel muss ich noch machen? CP60 und SP55. Oh, warte mal. Was genau mache ich hier gerade? Mache ich hier irgendwas falsch eigentlich? CP und SP. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach weiter. So. Vielleicht sollte ich hier mal über die Ampel laufen und mal gucken. Aber es müsste doch eigentlich auch so eine Art... so ein Quest-System? Also, dass man das so richtig sehen kann?
Fokusmodus, Karte öffnen, Handy und Polizeicomputer, Handbuch öffnen, Hintergrundprüfung öffnen. Ach, mit C kann ich das öffnen. Ja, das müssen wir öfter machen. Begegnungsdetails und Zieltool. Zu Fuß. Verwenden Tool, Wagen. Schichtauswahl. Schichtdauer Y. Guck mal. Ja, kann ich nicht sehen. Ist ja auch erst mittags, ne? Also, ich denke mal tatsächlich. Wir gehen mal rüber hier, würde ich sagen. Wenn ich hier rüberkomme. Und gucke ich da drüben mal, was mit den Autos ist. Und da hinten. Und da. Ob das hier alles rechtmäßig ist, ne? Ich weiß nicht mehr genau, was SP und CP ist. Warte mal. Ah ne, ich gucke, ich gehe erstmal rüber. So, jetzt. Ist grün, ihr könnt jetzt rübergehen. So, hier? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich keine Ahnung gerade. SP und CP. Schichtpunkte. SP und XP. Durch berechtigte Maßnahmen und gute Arbeit erhalten Streifenpolizisten Schichtpunkte. Während ihre Schicht Stadtteil EP werden nach erfolgreicher Beendigung eine Schicht gewährt. Ja, und was ist... Und CP sind Verhaltenspunkte. Streifenpolizisten haben einen Verhaltenskodex und Gesetze, an die sie sich halten müssen. Wenn sie dagegen verstoßen, müssen sie die Konsequenzen tragen. Jeder Polizist beginnt seine Schicht mit 100 Verhaltenspunkten. Wann immer der Polizist gegen ein Gesetz verstößt, werden ihm Verhaltenspunkte abgezogen. Sobald er keine Verhaltenspunkte mehr hat, wird der Polizist entlassen? Wo habe ich mich denn jetzt falsch verhalten? Oder habe ich die falschen Frauen angehalten? Kann das sein, dass ich die falschen Frauen angehalten habe? Personalausweis? Ihren Ausweis bitte. Mist. Hier ist er. Ich habe die falschen genommen, ne? Ach du Kacke. Werde ich gefeuert. So, dann machen wir gleich mal C. Das angeforderte Profil konnte nicht im System gefunden werden. Aha. Okay. Ja. Sie scheint nervös zu sein. Okay. Umweltverschmutzung. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja. Sie scheint wirklich traurig zu sein. Ja. Und wenn ich jetzt das mache? Soll ich jetzt nochmal nach dem Personalausweis fragen? Nur weil wir die jetzt nicht finden, ne? Heißt das ja nicht, dass die irgendwie... Wisst ihr? Weil wir sind ja jetzt nur Streifenpolizisten. Ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Schönen Tag noch. Ich lasse das mal. Auf Wiedersehen. Wir haben jetzt mehr SP, aber ich habe irgendwie Schiss, die CP noch weiter runterzuschaufeln. Rechtmäßige Ausweiskontrolle. Rechtmäßiges Bußgeld. Okay. Okay. Gut. Ja, sie ist ganz schön verdattert, ne? So, dann lass mal gucken hier. Wo sehe ich hier irgendwas? Ist das abgelaufen? Hallo? Jetzt reicht's aber, ne? Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Reiß dich mal zusammen. Danke, Officer. Okay. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Die ist abgehauen, ne? Hätte ich irgendwas machen sollen noch? Sag mal.
Jetzt reicht's. Ich nehme die fest. Was ist denn mit der? Also mal ehrlich jetzt. Es reicht. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Danke, Officer. Ich wollte eigentlich... Ach, egal. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Wenn ihr es jetzt nochmal macht, nehme ich die fest. Darf ich aber nicht, ne? Na, Mädchen? Nochmal? Welcher Mann? Welcher Mann? Ich habe keinen Bock, schon wieder die falschen Leute hier irgendwie festzunehmen. Welcher Mann? Oh, hier ist ja auch schön, oder? Schön idyllisch. Ja. So, Mäuschen. Jetzt reicht's aber hier. Abfall wird nicht toleriert. So, Ausweis. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. So, wir haben Willow Hall. Waffenschein, nein. Hier irgendwie alles. Fahrer mit getönten Scheiben, Identitätsdiebstahl. Oh, Raub, Fahrzeugdiebstahl. Oh, okay. Ja, das ist ja spannend. So, du bekommst jetzt einen Verstoß. Umwelt. Es gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja. Denk mal drüber nach beim nächsten Mal, bevor du so einen Müll machst. 3 Handschellen habe ich, ja? Tschüss. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So. Was denn? Rechtmäßige Verwarnung wegen unerlaubter Straßenüberquerung. Oh, ja. So, was haben wir hier? Kann ich hier irgendwas sehen? Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo man das sehen kann. Kann man das hier irgendwie an dem The Spirit of America Oktober 21? Was haben wir denn? März 21, ist das richtig? August 21? Mai? Ist das schon wieder die gleiche? Ich habe irgendwie Angst, meine Punkte zu verlieren. Ich gebe hier nochmal Umweltverschmutzung, Strafzettel. Es gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Du wolltest so viel das Geld habe ich nicht. Das ist mir egal. Dann nehme ich dich jetzt mit. Ja, nee, kann ich nicht machen, ne? Drogenbesitz, Vandalismus, Drogenhandel, zutreffende Beschreibung, Umweltverschmutzung. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Es tut mir leid. Hatte sie jetzt... Die hat einfach nur gesagt, sie hat kein Geld, ne? Es gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Oh nein, Bußgeld. Jetzt habe ich wieder 5 verloren. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ach, scheiße, ich werde gleich gefeuert. Tschüss. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Mist. Ja, ich habe nämlich schon einmal abgeknöpft, ne? Und jetzt nochmal. Ich glaube, das war mein Fehler. Wo kam ich eigentlich her? Von da? Ich habe überhaupt keine Orientierung. Das ist jetzt nichts Neues. Wie lange muss ich eigentlich arbeiten? Wie lange geht denn meine Schicht? Oh,
Falsch parken. Okay. Besondere Haltzone, keine Stellplatzposition und Ausrichtung, ne? Würde ich sagen. Auf dem Bürgersteig. So. Rechtmäßiges Bußgeld wegen Umweltverschmutzung. Wiederholtes Festhalten wegen Umwelt... Ja, das war falsch. Unrechtmäßiges Bußgeld wegen Umweltverschmutzung. Ah ja, okay. Das andere wird noch geprüft. Kann man da rüberlaufen? Oh, hier. Expired. Okay. Abgelaufen. Let's go. Ja. Sehr schön. Kann man hier rauf? Muss das prüfen. Ist ganz schön viel los. Wo ist denn eigentlich nochmal das Police Department? Ich habe keine Ahnung. Hier, wir sind hier und... War das hier? Ich habe gar keine Ahnung. Wache? Wieso sehe ich das hier nicht? Toll. Ist das da drüben? Jetzt mal ohne Witz, ich habe keine Ahnung, wo ich herkam. Ich bin also Streifenpolizistin und ich verlaufe mich direkt in meiner Stadt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Die habe ich jetzt alle geprüft. So. Das heißt, ich kam von hier hinten irgendwo. Kann man hier auch reinlaufen? Naja, schade. Schade, dass das nicht so Open-World-mäßig ist, dass man überall rein kann. Kam ich dann von dort? Pharmazie? Oh, hier ist gerade grün. Ich gehe mal hier rüber. Ich glaube, von dort kam ich. Bin mir aber nicht sicher. Hier ist eine Bushaltestelle. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich überhaupt gar keinen Plan, wo ich herkam. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja. Sagst du mir jetzt auch noch? Ach, da vorne. Jetzt habe ich endlich mal oben was in der Leiste. Okay. Zurück. Ah. So, ich glaube, ich muss an meinen Schreibtisch, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Erster Tag vorbei. Es war, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Weiß ich nicht. So, 5 Fußgänger. Okay, die ersten beiden Fußgänger habe ich schon mal unrechtmäßig... Was habe ich denn groß gemacht? Ich habe doch gar nicht... Unrechtmäßige Ausweiskontrolle. Es war gleich der erste Vogel, der da vorne stand und verdächtig aussah, weil er einfach beim Police Department stand. Zweite Fußgänger habe ich irgendwie unrechtmäßige Ausweiskontrolle, unrechtmäßige Verwarnung wegen Umweltverschmutzung, weil ich die falsche Person angehalten habe. Ich muss wirklich darauf achten, dass da so ein Dings drüber leuchtet, ne? So ein Icon drüber ist. Parken haben wir richtig gemacht. Parken. Fußgänger. Schon wieder unrechtmäßige Ausweiskontrolle. Unrechtmäßig. Ich habe einfach die Leute vollgequatscht. Na cool. Unrechtmäßiges Bußgeld wegen abgelaufenem Personal. Hä, warum? Aber der war doch abgelaufen, oder was? Oh mein Gott. Unrechtmäßige Verwarnung wegen unerlaubter Straßenüberquerung? Okay. Unrechtmäßiges Bußgeld? Wegen Umweltverschmutzung? Rechtmäßig? Man muss echt ein bisschen mehr aufpassen, ne? Das ist schwierig. Lalalala, parken und so weiter. Strafe für verlorene Verhaltenspunkte. Minus 23%. Solo-Vergütung 20%. Dienstergebnis minus 45 CP. Ich habe 121 XP bekommen. Das war jetzt, glaube ich, keine Glanzleistung, oder? Würde ich sagen. Das war jetzt keine Glanzleistung. So, was müssen wir jetzt machen? Oh. Das heißt, ich muss jetzt fünf Tage diesen Schnulli machen? Oder was? Oh,
Wir gehen jetzt nachts, sind wir jetzt unterwegs. Brighton Police. Hier sind auch noch lauter Autos drauf. Ich gehe mal auf die Seite gucken. Wir haben wieder 100 CP. Und... alles gut hier, ne? Alles gut. So, ich laufe mal hier ein bisschen hoch. Mal gucken, was hier so geht. Nabend, Ma'am. Und Sir, Ma'am. Sir, Ma'am. So, ich werde jetzt keine Leute anquatschen, wenn die nicht irgendwas gemacht haben. So, hier ist alles valid. 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 Alles valide. Was ist das hier? In falscher Richtung abgestellt. Aha. Ja, da werde ich doch da mal was machen. Kann ich dann Abschleppwagen rufen? Nee, ne? Falsche Richtung, Position und Ausrichtung. Falsche Richtung, let's go. Ich versuche mal, das Ziel ist, einen von den CP-Punkten zu verlieren diesmal. So. Er hier. Valid. Frau hat die... Wieder. Madam. Ich werde erstmal den Verstoß bestrafen. Darf ich eigentlich den Personalausweis... Den muss ich doch erfragen, oder? Ihren Ausweis bitte. Hier ist er. So, Ausweis. So, dann gehen wir noch mal kurz in den Computer rein. Und Waffenschein, nein. Versicherungsstatus ungültig. Keine Versicherung, aha. So. Ich nehme unerlaubte Straßenüberquerung. Strafzettel. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Ja. So viel für so eine kleine Sache? Ja. So, tschüss. Alles gut, einen schönen Tag noch. So, das haben wir gemacht. Warte mal, jetzt gucke ich hier erstmal. Nochmal nach ein paar... Dieser Mann hat gerade... Da hinten. Ich glaube, es hackt. Was ist denn hier los heute Abend? Das ist doch kein Mann. So eine Frau oder nicht? Nee, doch nicht. So, jetzt. Der hat Batz in den Ohren. Ich dachte, das wäre ein Ohrring, ne? Ist ja auch völlig egal. Personalausweis. Einmal den Ausweis, bitte. Hier, bitte. Ja, danke, danke. Herr Robert Murphy, ja. Mhm. Das angeforderte Profil konnte nicht im System gefunden werden. D, nein. Klasse, was? Wieso steht da nein? Der sieht irgendwie komisch aus. Der Ausweis. Was hat der gemacht? Umweltverschmutzung, ne? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Okay, okay. Haben wir? Noch Sie keine? Vermiesen mir den Tag. Ja, das bist du selber schuld, Mann. So, tschüss. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Wir haben immer noch 100 CP-Punkte. Sehr gut, sehr gut. So, lass mich mal jetzt hier noch mal ein bisschen nach den Autos gucken. Ich hoffe, wir einfach im Kreis die ganze Zeit. Hier, andersrum, ne? Falsch rum. Hier. Also abends finde ich die Streife eigentlich viel spannender, ne? Muss ich sagen. Oh, 50 Punkte, ja. Darf der hier überhaupt stehen, wenn der keine Parkuhr hat? Ist das korrekt? Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Ich will nicht mit dem reden. Keine Stellfläche.
Was ist denn das hier? Bus? Oh, ja, dann darf ich das nicht. Dann darf er das nicht. So. Ist auf dem Busparkplatz. Zu dicht, lalala. Besondere Haltezone. Genau. Die haben sich auch drüber unterhalten, ne? Hier haben wir nämlich Halteverbot. Straßenreinigung, Rettungszufall, Binde im Parkplatz, Taxihaltezone. Halteverbot. Ist das Halteverbot? Parken an einer Bushaltestelle. Hier haben wir es. So. Ah, sehr gut. Ja, habe ich. Habe ich mich drum gekümmert. So, hier steht auch irgendwer andersrum. Muss ich kurz gucken. Stehen alle falsch rum hier, oder was? Wer? Warte. Wer ist falsch rum? Die haben doch alle falsch rumgeparkt, oder was? Was ist denn jetzt hier richtig? Wer ist richtig rum, ne? Dann sind die alle falsch. Sind die besoffen oder warum stehen die alle falsch rum? Ist das richtig oder kriege ich jetzt falsche Punkte? Oh no! Oh Mann! Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ach, oh, woher weiß ich denn jetzt? Ist das eine Einbahnstraße? Dürfen die nur in eine Richtung fahren hier? One way! Ja, alles klar. Das heißt, die sind alle korrekt, aber er nicht. Er hier. Er ist falsch. Oder so. Er ist falsch. Ist one way. So, das. Jawohl. Ach, Mist. Guck mal, da lerne ich auch wieder was dazu. Sehr schön. Schön, ich mach mal hier weiter. Wir werden ja nach Hause gelotst oder ins Department gelotst. Wir schlafen ja offenbar da und leben da auch. So, was ist hier? Alles korrekt. Ich weiß nicht wo. Da. Der Missetäter. Du, Personalausweis. Einmal den Ausweis, bitte. Hier, bitte. Danke. Caleb Young. Caleb Young auf Nachbefehl. Verurteilt wegen Raub. Auferlegtes Bußgeld. Fahren ohne Versicherungsschutz. Wir haben einen offenen Haftbefehl. Das heißt, ich muss ihn doch jetzt festnehmen, oder? Offener Haftbefehl. Die Hintergrundprüfung zu dieser Person zeigt, dass ein offener Haftbefehl gegen sie vorliegt. Da sie wegen Straftaten gesucht wird, du musst diese Person umgehend in Handschellen legen und verhaften. Dann mache ich das jetzt. Hintergrundprüfungen und Dokumente. Offener Haftbefehl? Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Aha. So, haben wir? Kann ich den jetzt? Muss ich den jetzt zurückbringen oder? Kann ich den hier abholen? Bitte, Officer. So, du solltest den Gefangenentransport rufen, damit diese Person festgenommen wird. Oh, okay. Die Verhaftung einer Person erfolgt, indem diese Handschellen angelegt werden und ein Gefangenentransport angefordert wird. Die Verhaftung ist eine von drei möglichen Begegnungen zwischen Polizei und Zivilisten. Einvernehmliche Begegnung, investigatives Verhalten, Festhalten, Verhaftung. Ein Polizist kann jemanden nur mit einem konkreten Anhaltspunkt verhaften. Wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich denn... Polizei. Wie kann ich denn... Wo hole ich denn... Hä? Hm. Über einen Polizeicomputer, oder?
Wie hole ich denn jetzt hier so ein... Ich brauche... Ich... Wie denn? Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn... Du hast dein Ziel... Ja, danke, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man jetzt... Wie man jetzt hier... Ach hier, Gefangenentransport rufen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Okay. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Sehr cool, sehr cool. Okay, das heißt, ich warte jetzt so lange, denke ich mal. Das sollte wohl sinnvoll sein. Dort. Da kommen sie schon. Das Brighton Special Operations Team. Was war hier schon wieder? Ich habe hier schon wieder irgendwas gehört. Errungenschaft freigeschaltet. Hab dich. Wenn's sein muss. Ja, musst du. Tschüss. Haftbefehl. Was schmeißt der auch Zeug weg, ne? Wie doof. Guck mal, sie hat die gleiche Frise und sie sieht irgendwie genauso aus. So, ich gehe mal den nächsten holen. Unfassbar. Was ist mit den Leuten los? Ich verstehe es einfach nicht, ne? Boah, hier hat gerade irgendwer irgendwas... Ihren Ausweis, bitte. Da muss ich gleich mal hin. Hier ist er. Da wird gerade irgendwas gestohlen. Ist abgelaufen. Du kannst einen Strafzettel ausstellen oder ihn mit einer mündlichen Verwarnung davonkommen lassen. Hier wird gar nicht verwarnt. Personalausweis ist abgelaufen. Das wird geahndet und ich rieche Cannabis. Warte mal. Häusliche Gewalt. Kriegt er erst recht aufs Maul. So, jetzt. Verstoß. Ich habe gerade Cannabis gerochen. Da gehen wir gleich mal hin. Aber hier, das da. Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja, geh weg jetzt. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Was ist hier? Ist irgendwas los? Ich habe hier vorne was gehört. Hier irgendwo... Habe das Gefühl... Ja, yeah, wir laufen mal hier so ein bisschen lang. Mal gucken, was uns hier noch so vor die Füße läuft. War denn gerade, da war doch gerade dieses Geräusch, als ob irgendwie eine Alarmanlage losgeht. Warum steht er hier eigentlich? Was soll die Kacke? Hier ist ein Bus-Stellplatz, Mann. Warum stellen die sich hier alle hin? So. Falsch parken, Bushaltestelle, Zettel. Sehr gut. Ja, habe ich mich drum gekümmert, Sir. Alles ist gut. Haben wir hier noch? Schön, wie die da noch im Café sitzen. Burger Haven. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Schön, so ein Burger. Oh, irgendwo. Draußen sitzen, warm. Burger essen, Pommes. Aber nicht hier so ein 0815-Burger, McDonalds-Burger oder ne, wovon man noch überall Werbung machen kann. Sondern so richtig guten Burger. So. Wenn ihr versteht. So, ich gehe mal noch hier rüber, mal gucken. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lange meine Schicht noch läuft. Offenbar habe ich ja noch ein bisschen was zu tun. Schon ein bisschen langweilig so, ne? Also jetzt gerade... Hier, der steht falsch, oder? Der steht...
In die Richtung, wenn wir in beide Fahrtrichtungen haben, steht der doch hier falsch jetzt. Mal gucken, ob ich mich wieder irre. Yes! Bin so gut. Okay, passt. Toll. Toll, toll, toll. Toll, 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 toll. So, hier so. Ich sehe halt überhaupt nichts mit den Nummernschildern. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig... Nee, hier ist aber expired, Leute. Hier ist aber expired. Strafzettel wegen expired. Nein! Nein! Falsch! Warum klicke ich das? Hä? Warum? Och, Mann. Komm, dann machen wir jetzt aber nochmal Strafzettel wegen... Parkour abgelaufen. Dass ich wenigstens noch ein paar Punkte wieder rauskriege. Oh, ich bin so dusselig. Das ist, wenn man zu schnell klickt. Frau hat gerade Abfall auf... Du! Stehen bleiben. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. So, wen haben wir denn da? Das ist Lily Hughes. Naja. C. Was haben wir? Waffenschein haben wir nicht. Nee, alles gut. Hier keine Ahnung. Und trinken in der Öffentlichkeit. Fahren mit getönten Scheiben. Versicherungsbetrug. Parken im Not, in Notzufahrt. Versicherungsbetrug. Weiß ich ja nicht jetzt, ne? So, Frau Hughes, Sie wissen schon. Ich werde den Verstoß bestrafen. Und zwar... Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Wir haben nächste Woche Weihnachtsfeier, da müssen wir ein bisschen Geld bekommen. Deswegen, weil wir Weihnachtsfeier haben, das muss ja irgendwer bezahlen. Klar? So. Alles gut, einen schönen Tag. Okay. So, ich gehe jetzt wieder rüber, ne? Hier nochmal, ich war hier noch nicht fertig. Hier habe ich schon zwei Strafzettel reingelegt. Weil, besser, doppelt hält besser, ja. Super. Oh, mach doch mal jetzt. Hallo. Was? Da hinten. Ja, das ist schwierig, weil da irgendwie eine Alpha-Wand ist. Warte, ich mache erstmal ganz kurz hier wegen expired. Oder schnapp ich mir die? Ich schnapp mir die. Ist schon weg, ne? Ist vorbei. Ich glaube, man hat nur so eine bestimmte Zeit, um dagegen vorzugehen. Und dann ist das irgendwann quasi nicht mehr... Ich will da hinten auch mal hin. Das sieht voll cool aus da. Ja, hier ist alles gut. Ich guck mal, was hier vorne los ist. Ich könnte mal auf die andere Seite. Oder einfach hier nochmal lang. Hier war ich schon, ne? Nee. Ah, hier war... Doch. Hier kamen wir doch her. Hier ist One Way. Ich muss mal auf die Seite. Ich lauf mal hier lang. So. Aha. Einmal den Ausweis, bitte. Ich schaff die 200. Natürlich. Bitteschön. So, dann gucken wir doch mal. Evelyn Stewart hat keine Auffälligkeiten. Fahren mit gesprungener Frontscheibe. Belästigung. Mhm. Unerlaubte Straßenüberquerung. Kokainbesitz. Ach, und nochmal Belästigung. Das ist ja sehr interessant, Frau Stewart. Ich wollte eigentlich zurückgeben, genau. Sie scheint nervös zu sein. Naja, dann wirst du jetzt bezahlen. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Ganz genau. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja. Die Cola war sicherlich nicht so teuer, nicht wahr? Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Wir haben keinen Haftbefehl. Wir haben keine anderen Sachen. Alles ist gut. So. Hier war alles safe, oder?
Mal kurz gucken. So viele Leute. Je mehr Leute, desto eher passiert irgendetwas. So viele Menschen auf einem Platz ist meist nie so gut, ja. Oh, hier ist auch vorbei. Alles klar. Dann laufe ich nochmal hier rüber. Vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die Schicht jetzt noch geht. Ah, oben ist ja eine Uhr. Oben ist eine Uhr. Ich habe wahrscheinlich bis um 7 oder bis um 6 oder sowas. Kann man hier runter? Oh. Darf ich Leute einfach durchsuchen? Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Vor allem fahren. Warum soll sie denn fahren, weißt du? Sie sitzt hier unten im Bahnhof rum. Und die eins nicht kann, dann ist es fahren. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt bei Rot über die Straße gehen. Das ist so ein sehr schlechtes Role Model, ja? So, was haben wir denn hier? Pharmacia? Achso, weil hier die Alperwand ist, denke ich immer, da kommt nichts. Aber das ist ja Quatsch. Oh Gott, hier ist gefährlich. Hier war schon wieder so ein... Digga. Kommst du sofort her hier? Ich bleib stehen. Ha. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Wer bist du? Harper Rogers. Hab ich nicht eben schon irgendeine Rogers gehabt? Bin der Meinung. Mal ganz kurz gucken hier. Was ungültig Versicherungsstatus. Okay. Identitätsdiebstahl. So. So, du bekommst einen Strafzettel. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar ärgert Bußgeld. Ärgert mich mit den Zettel. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, mach doch. Tschüss. Lass dir einen Anwalt, der kostet noch mehr. So. Geh mal rüber, ne? Bei Rot, natürlich. Ihr Bürger! Hier war ich schon, oder? Nee, oder doch? Seid ihr ein Paar? Hast du hinten eine Waffe an ihren Rücken gehalten? Oder was ist das hier für eine Situation? Er war... Hallo? Sehr verdächtig. Du auch. Alle verdächtig hier. Nachts sind alle verdächtig. So. Oh, schön. Schön. Hm. Darf ich einfach nach dem Ausweis fragen? Einfach so? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kriegt man auch direkt Strafpunkte. So, der steht falsch rum hier, ne? Den machen wir mal gleich weg hier. Ach nein, halt. So, falsch rum. So. Haben wir. Sehr gut. Wann ist meine Schicht zu Ende? Ach, da oben ist sie. Man sieht ja, wie lange es noch dauert. Ach, Mann. So, hier. Das ist alles cool. Hier. X expired. Alles gut. Auch nichts expired. Hier ist expired. Du? Expired. Sehr schön. So. Also,
muss mal sagen, so dieses Spielchen ist ganz nett. Wenn ich gerade Leute ständig ihren Scheiß Abfall hier überall hinwerfen. Wo denn? Digga, was ist mit dir? Ah, da vorne. Der war das. Komm her. Hab dich. Ihren Ausweis bitte. Ja, brauchst jetzt gar nicht so komisch gucken. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? So, ja, Aiden Richardson. Okay. Kein Versicherungsstatus. Mhm. Bitte sehr und, ja, das muss ich leider bestrafen. Und Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Ja, ich würde sagen, wirklich? So, das ist viel Geld. Mhm. Ich würde sagen, schönen so. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. 2-3 Kästen Bier sind jetzt schon drin für die Weihnachtsfeier. Ne? So für jeden halbes Brötchen geht auch schon. Das können wir schon machen. Also da, ne, noch so ein paar Schichten, dann geht das. Also allgemein mal zum Spiel. Muss mal ganz kurz sagen, was ist hier los? Was ist mit euch? Ja. Moment, ich gleich. Wir werden gleich. Werde ich das sagen, was ich sagen wollte? Hallo! Falsche Taste. Ah. Ausweis. Ihren Ausweis, bitte. Schon wieder er. Natürlich. Bitteschön. Also er meint, er muss das jetzt ständig machen und das ist ihm irgendwie alles. Finde der doof jetzt hier. Nochmal Verstoß. Nee, warte. Stopp, stopp. Unerlaubte Straßenüberquerung. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Warum ist das so teuer? So, ich sag da jetzt nicht alles zu. Gut. Tschüss. Einen schönen Tag noch. Ihre Schicht ist um. Officer. Sehr gut. Sehr gut. Wir laufen jetzt zurück, dann kann ich in der Zeit ein bisschen schnattern. Wo muss ich jetzt hier lang? Also, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ab und zu, finde ich, muss auch mal ein Simulator sein. Police Simulator. Wie heißt das? Police Simulator Patrol Officer, glaube ich, ne? Ja, ich hab's gerade. Warte. Moment. Police Simulator Patrol Officer. Käuflich erwerblich auf Steam. Ich werde sicherlich den Link auch noch in die Beschreibung tun. Und ja, cooles Spiel. Also mir macht's Laune. Ich glaube, das macht Spaß, einfach mal so ein paar Stündchen hier rein zu investieren und einfach mal den Karrieremodus zu bestreiten. Vor allem wird's interessant, was passiert, wenn man dann 5 Tage hier diesen langweiligen Kack hinter sich hat. Glaube ich, wird's richtig interessant. Das interessiert mich auch tatsächlich. Schaffe ich allerdings nicht jetzt in einem angespielt, wo ich eine Stunde ungefähr reinschaue. Jetzt sind Stunde 10 ist es ungefähr. Mal gucken, wie lang das Video geht, wenn ich es geschnitten habe. Aber das hat auf jeden Fall schon mal eine Menge Spaß gemacht. Ich will mal gucken, wie wir jetzt abgeschnitten haben hier. Nach dem 2. Tag. Lass mal gucken. So. Sieht doch bestimmt schon ein bisschen besser aus. Bin doch bestimmt Level 2 jetzt, oder? Ein aufgehender Stern bin ich. Ja, ja. Habe gewusst, dass das in mir steckt. So. 5.5.20. Hier. Schichtpunkte, super. Keine Verhaltenspunkte abgezogen, aber irgendwo schon. Hier. Neuen Gegenstand freigeschaltet. Was ist das? Taschenlampe. Oh, nice. Da kann man schön ins Gesicht leuchten. Cool. Fotokamera. Auch schön, auch schön. Ach, Fotos kann ich auch machen? Radarpistole. Ich kann Leute bei der Geschwindigkeit aufnehmen, sozusagen, wenn die überschritten ist. Einsatztyp freigeschaltet. Einsatz leichter Unfall. Mhm. Einsatz Raser melden. Nice. Neue Nachbarschaft freigeschaltet. Beaufort Landing. Hallo, reicht jetzt. Neue Nachbarschaft freigeschaltet. Chester. Fertig? Fertig. Cool. So, wir haben heute minus 10 Punkte gemacht, Verhaltenspunkte leider ein bisschen einkassiert, passiert halt. Ich bin noch Azubi, ja. Also hier die Strafe der Verhaltenspunkte, 20%, Solovergütung 53, 304 XP, Level 2 von 10. Nice. Nice. Ich weiß nicht, was nach den 10 Sternen passiert, ob wir dann schon Oberkommissar sind oder sowas, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall cool. Ein neuer Tag im Büro. Neue Schichten gibt es. Wir haben hier, man kann es sehen, ein neues Gebiet. Wir haben einmal
Die Fußstreife wieder? Ich glaube, wir können nur Fußstreife machen aktuell. Es geht nicht anders. Ich wüsste ja zumindest nicht, wie wir das mit dem Auto-Dings machen sollen. North Point, Einsatzstrafzettel, Beaufort Landing, Ausrüstung Radarpistole, Einsatz Raser melden. Wo ist der? Beaufort Landing. Aber hier ist nur Fußstreife. Nacht. Das sind die Einsätze, die es gibt. Hm. Also wir können ja nur das machen, was hier steht, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Und dann klicken wir da halt drauf und dann ist das so. Vielleicht kann man eine Woche, 5 Tage dann halt das machen und die nächste Woche hat man dann auch die Möglichkeit, irgendwie Auto zu fahren. Ich weiß es nicht genau. Naja, auf jeden Fall, meine Lieben, hat es mir Spaß gemacht. Bin gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt. Alles in die Kommentare damit. Ist mal was völlig anderes. Mal ein bisschen weg vom Survival und Sandbox-Aspekt. Man kann sich ja auch mal ein bisschen was anderes anschauen. Also vielen, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne mal einen Daumen hoch da lassen. Das ist immer sehr gern gesehen. Ich freue mich sehr darüber. Also, bis zum nächsten Angespielt. Macht's gut. Ciao.